So, meine Lieben, guten Morgen zusammen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei meinen Followern, bei meinen Unterstützern für diesen sehr gelungenen Online-Kongress bedanken, für die vielen tollen Rückmeldungen. Und wir sind ja schon dabei, sage ich, die nächsten vorzubereiten. Ich bin auch dabei, bereits den nächsten Film zu schneiden und zu cutten. Jenseits der Sinne. Also hier wird sich die nächsten ein, zwei Monate noch einiges tun. Auch die nächsten Interviews sind schon terminiert. Januar wird und Februar wird wieder fleißig gedreht. Und ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine sehr angenehme und weiße Weihnacht. So, meine Lieben, guten Morgen zusammen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei meinen Followern, bei meinen Unterstützern für diesen sehr gelungenen Online-Kongress bedanken, für die vielen tollen Rückmeldungen. Und wir sind ja schon dabei, sage ich, die nächsten vorzubereiten. Ich bin auch dabei, bereits den nächsten Film zu schneiden und zu cutten, jenseits der Sinne. Also hier wird sich die nächsten ein, zwei Monate noch einiges tun, auch die nächsten Interviews sind schon terminiert. Januar wird und Februar wird wieder fleißig gedreht. Und ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine sehr angenehme und weiße Weihnacht. Und sollte jemand noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen und sollte jemand noch ein Weihnachtsgeschenk benötigen, Sie wissen ja, jenseits des Greifbaren ist immer ein Geschenk für Menschen, die mehr wissen möchten über die erweiterte Realität, über diese Dinge zwischen Himmel und Erde, die sie eigentlich nicht geben darf, aber dennoch existieren. Also danke an euch. Ich freue mich, euch wieder zu hören und zu sehen. Vielleicht in einem meiner nächsten Vorträge. Übrigens, am 25. Januar habe ich einen Vortrag im Lokschuppen in Simbach am Inn. Viele neue Elemente, neue Inhalte dabei. Also sollte jemand den Vortrag schon gesehen haben, es lohnt sich allemal. Also ich freue mich auf euch. Euer Nepomuk.